Und willkommen zu einer neuen angeflogenen Folge. Sprich angeflogen, ich fliege jetzt den Avenger. Willkommen, Happy Tao ist wieder bei Star Citizen. So, mal kurz einen Blick von außen werfen. Den kennen die meisten wahrscheinlich schon. Also der Avenger ist tatsächlich ein Flugzeug oder ein Raumschiff, was schon viel geflogen wurde. Mit einer Railgun. Und so ein paar Laserkanonen und ja, Torpedos hat er auch noch. Ist ein sehr schönes, sehr wendiges Schiff. Können wir mal kurz gucken, was er da sagt. Fliegt sich relativ sauber und genau. Und dann wollen wir mal landen und gucken, wie der Landevorgang aussieht. Hier haben wir leider wieder ein HUD-Display, was mehr oder weniger am Helm angezeigt wird. Wobei man hier dann auch wieder ein bisschen die Unterschiede sieht. Hallo? Weil immerhin sind hier... Upa, da, falsche Taste. Ah. Immerhin sind hier die Anzeigen... mehr oder weniger so wirklich im Raum. Also selbst der Helm ist nicht so ganz geil dargestellt. Das ist bei den anderen Schiffen irgendwie cooler. Oh, die Stimme klingt ja böse. Ich will aber genau hier landen. Das sieht doch gut aus. So, da geht er runter. Schön langsam. Was hat er denn jetzt? Ich habe immer so lustige Bugs. Was macht er denn hier? Komm, setz auf. Vielleicht kann ich ja aussteigen. Ich kann irgendwie aussteigen. Das ganze Schiff wackelt wie blöd. Buff. Okay, ich würde mal sagen, das ist ein Bug. Also das letzte Mal landete der Avenger dann doch sauber und sichtlich besser. Alles mal hier wunderbar. Mal so einen Blick nach unten. Da haben wir wieder Torpedos. Diesmal ein paar andere. Das ist ja strange. Ah, ich hocke. Ja, das ist mal eine super Landemöglichkeit. Kommen wir hoch. Wie geil. Er richtet sich auf, weil wir die Ladefläche aufmachen. Na, aber er kippt jetzt nicht um. Na, ist doch schon mal gut. Sehr lustig. Also wie auch immer das da zustande kommt. Aber mal gucken, wie er von innen aussieht. Also, wieder so ein kleiner Männchen-Bug. So, hier haben wir Kammern. Die wir leider nicht benutzen können. Sieht aus wie irgendwelche Kammern. Stasis, Transportkammern. Okay, das sieht jetzt nicht ganz so gewollt aus. Es funktioniert alles schon mal besser. So. Wir versuchen es nochmal. Ich komme nicht ans Cockpit. Warte. Damit müsste er sich reinlegen. Müssen wir uns hier mit den Animationen durchbacken. Das sieht auch sehr strange aus. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite das Fenster und ja... Was auch immer das ist. Also der Avenger scheint noch ein bisschen verbuggt zu sein oder wieder verbuggt zu sein. Das ging gestern alles eigentlich ganz gut. Schade. So, Tür ist offen. Mal gucken, ob wir wieder in den Sitz reinkommen.
Ja, man muss sich halt nur durchpacken. Schilde geladen. Ja. Aber da haben mich jetzt die anderen Vorführmodelle irgendwie ein bisschen mehr geflasht. Wir haben hier Standard hat. Muss man ein bisschen starten, weil der wackelt hier. Okay. Ui, Brake Sensor. Oh. Nase angeschlossen, aber funktioniert noch. Das geht auch. Schön mit dem G-Strafe, wenn man das ausmacht. Aber das wundert mich ein bisschen. Also die anderen Schiffe haben mich echt von dem ganzen Hut und Gedöns irgendwie mehr begeistert. Wir wollen uns noch mal kurz im Cockpit hier umgucken. Wir haben ja an sich hier ein schönes Cockpit. Da haben wir auch schöne Displaymöglichkeiten. Wenn mein Kollege jetzt hier ein bisschen ruhiger sitzen und tiefer sitzen würde, könnte man das Display oder das Hut sicherlich auch gut hier unten in diese Displays reinflanschen. Naja, dem ist jetzt leider nicht so. Schade. Aber dafür fliegt sich das Schiff wirklich sehr genau und naja, okay. Ah. So. Der geht nicht kaputt. Der geht auch nicht kaputt. Doch, der geht kaputt. Ich finde es immer noch cool, dass man hier die Asteroiden so zerschießen kann. So. Boom. Okay, man muss da ganz vorsichtig hinfliegen. Au! Oh, da war gerade ein Lag. Ich gehe mal kurz da rein. Ich will mal kurz gucken, ob ich da reinfliegen kann. Das wäre jetzt natürlich mit der einen Aurora total geil, weil die ja so einen Suchscheinwerfer dran hat. Könnte man sich hier so richtig schön umgucken. Ja, und. Wow, der zerreißt den gleich sofort. Ich wollte eigentlich nochmal gucken, wie das Schadensmodell aussieht, aber das hat mich jetzt leider komplett zerlegt. Stand by for reintegration. Na komm, nochmal. Also irgendwas ist gerade mit meinem Star Citizen los. Ich habe leider hier total den wackeligen Kopf. Und das liegt jetzt nicht an dem Energiestrahl, an dem ich vorbeifliege. Das ist normal. Ja, ist ja gut. So, dann wollen wir mal hier die Landerequests anfragen und da hochgehen. Ui. Hopp, hopp. Hopp. Oh, nochmal manuell landen. Ja, so oder so ähnlich. Also macht mir das bloß nicht nach, so wie ich hier gerade lande. Das geht ja gar nicht. Okay, er geht schon wieder hoch. Er geht schon wieder hoch. Und ich falle runter. Block. Danger. Jet Blast. So. Naja, so der Avenger sieht hier an sich ganz cool aus, lässt sich ganz gut fliegen. Wie gesagt, der hat hier ein paar Torpedos. Ein bisschen Bewaffnung ist relativ schnell.
Da haben wir die Düsen. Sieht auch total cool aus. Also. Hihi. Ich stehe auf den Tragflächen. Boom, na gut, die Schadensmodelle sehen hier noch ein bisschen scheiße aus. So, ich will ja mal gucken, wenn ich hier ein paar. Man sieht ja hier so Einschuss-Dingsies. Ob man die dann auch vielleicht sieht, wenn man einsteigt. Ja, wie geil ist das denn? Ich kann ein- und aussteigen. Okay, man sieht aber die Einschussfläche nicht. Dann gehe ich nochmal kurz raus. Correcto mundo. Also ein richtiges Schadensmodell haben sie hier auch in den Schiffen noch nicht. Das ist schade. Aber ich freue mich darauf, wenn ich mit den Kollegen mal losziehe. Dass wir dann halt wirklich mal so ausprobieren können, ich kaper oder ein Kollege kapert. Zu dich dran. Da war eben ein Use-Zeichen da. Oh, oh. Ja, okay, damit ist die Klappe zu, aber... Die Dinger kann man aufmachen. Und zumachen. Auf. Kann ich die auch aufmachen? Was sind das für Dinger? Ich würde fast darauf tippen, da könnte man sich irgendwie hinlegen. Sieht aus wie eine Sonnenbank. Ah. Wow. Warum ist das so unscharf gerade? Keine Ahnung, was die Dinger genau machen sollen. Das werde ich nochmal irgendwann rausfinden. Warum ist denn jetzt mein Bild so unscharf? Geht es meinem Kollegen nicht gut hier? Ich komme nicht mehr aus dem Schiff raus. Doch, ich komme raus. Sehr gut. Da ist immer noch so unscharf. Also irgendwie scheint es meinem Piloten hier gerade schlecht zu gehen. Das wird ja immer unschärfer hier. Das ist spannend. Also die Vorstellung ist tatsächlich mal ein bisschen buggy hier an der Stelle. Ich kann auch nicht mehr schießen. Spannend, spannend. Okay. Wir machen Verrenkung. Ui. Bisschen Frühgymnastik eines Piloten. Sehr gut. Aber das ist die Avenger. Normalerweise fliegt sie ganz gut. Oh, ich habe mir das Bein gebrochen. Ah, ich habe Schmerzen, kann das sein? Wie geil ist das denn? Ich glaube, ich habe mir tatsächlich irgendwie einfach nur eine Verletzung zugezogen. Ah, das Bild wird klar. Ne, das Bild wird nicht klarer. Oh. Ich kann boxen. Boom. Wie cool ist das denn? Ich kann boxen. Ich kann mich hinlegen, das ist auch neu. Kenne ich so noch nicht, sieht ein bisschen komisch aus, aber lustig, lustig. Oh. Ja, nice. Babam, bam, bam. Schade, dass es so unscharf ist mit dem Typen hier. Was haben wir denn noch so Schönes? Ah, nichts mehr auf Anhieb. Schade, schade. So. Damit drehe ich mich nach links und schieße nach hinten. Damit drehe ich mich nach rechts und schieße nach hinten. Also QE-Tasten kommen uns bekannt vor, allerdings schießt dann halt nach hinten. Krass, 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 krass. Okay, aufstehen. Oh. Oh. Aufstehen. Hinlegen. Aufstehen. Hinknien. Na gut, hinknien, die Animation ist fehlerhaft.
Okay, das Laufen. Ich ziehe das Bein nach. Ich scheine tatsächlich verletzt zu sein. Aber finde ich total cool. Ich muss das nachher bei dem anderen Schiff nochmal ausprobieren, wenn ich dann wieder dabei bin. Warum ich jetzt nicht schießen kann, keine Ahnung. Sieht man an der Waffe irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Whatever. Gut, das war's erstmal mit der Aegis Dynamics Avenger und meinem verletzten Piloten. Ich werde mal kurz gucken, ob. Also verletzt komme ich hier bugfrei durch. Nee, da war der Bug. Schnell durch, schnell durch, schnell durch. Ah, er bewegt sich aber. Er bewegt sich. Geht voll auf die Augen. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ah. Tun mir die Augen ja selber schon weh. Er zittert. Aber. Oh. Der Flügel ist beschädigt. Wie habe ich das denn hinbekommen? Gut, das war's. Hui. Wow. Ich wünsche euch noch was. Ich danke fürs Zuschauen. Rotieren kann er gerade auch nicht. Und dann werde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal mit einem weiteren Schiff. Boom. Oh. Nicht kaputt? Stabil. Da. Und dann werden wir mal sehen, was die nächsten Schiffe noch so bieten, wie sie aussehen. Na, das Schadensmodell war auch schon mal besser. Aber ich habe auch gerade gesehen, ich habe vorhin noch einen Patch gezogen, auch einen kleinen. Stand by for reintegration. Von daher ändert sich ja hier auch nach wie vor was. Ich bin immer noch total gespannt auf alles, was irgendwie fußläufig ist, weil ich ja auch gerne Ego-Shooter spiele. So, von daher werden wir mal sehen, wie das dann alles nachher aussieht. Ich danke euch, wie gesagt, die Avenger. Ich glaube auch, die meisten kennen von euch dieses Schiff. Es sieht schick aus, es hat eine nette Bewaffnung, es ist schnell und es ist heute bei mir ein bisschen verbuggt. Wie gesagt, gestern nicht, morgen wird es dann wahrscheinlich auch wieder funktionieren. Aber hallo, das ist meine dritte Aufnahme und jedes Mal hat es nicht geklappt. Ich werde diese Aufnahme jetzt hochladen. Es tut mir leid, dass ihr so ein bisschen Augenkrebs kriegt davon, aber. Ciao, ciao.